sollte es in ein paar Stunden losgehen. Wie sieht es aus mit den Nerven? Das ist eine hochkomplexe Angelegenheit, der Start. Wir sind weit weg von jeglicher Routine. Und in diesem Sinn muss man sich natürlich überlegen, was macht man. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die passieren können. Man kann ein Problem haben mit der Rakete, es kann aber auch ein Problem sein mit einem Satellit. Es kann ein Problem sein am Boden, es kann auch ein Problem sein irgendwie 2 oder 3 Minuten nach dem Start, wo man schon sehr weit oben wäre. Aber dort könnten auch gewisse Sachen passieren. Also wenn man dort ein Problem hat, muss man schauen, dass Trümmer nicht auf bewohntes Gebiet fallen. Das sind alles so Elemente, die mitspielen. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass in unserem Job Erfolg und Misserfolg einfach nach wie vor nach beieinander sind. Und darum konzentriert man sich auf den Job. Also die Frage nach den Nerven, ich würde mal sagen, eine gewisse Alertness. Aber das ist gesund. Im Kontrollzentrum für die Raketenstarts in Kourou. Daniel Neuschwander, Direktor für Space Transportation in der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Ich bin 42, seit einem Jahr im Amt und habe Spass am Job. Der Countdown läuft. Eine Ariane 5 Rakete mit 2 teuren Satelliten an Bord. Hochdruck. Wenn es von 1 auf 0 kippt, dann ist natürlich die Spannung relativ hoch. Weil dann geht es darum, zu checken, dass alle Systeme super starten. Zuerst das Haupttriebwerk, dann die Sidebusters und dann das Gesamtsystem. Aber mit dem ist es natürlich noch lange nicht gemacht. Während der ganzen Phase, die Mission heute wird rund 40 Minuten gehen, bis wir beide Satelliten an den richtigen Ort abgeliefert haben, richtig parkiert haben, wenn ich so darf sagen. Dies, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Hauptquartier der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Paris, 2 Tage vor dem Countdown. Daniel Neuschwander koordiniert bei der ESA die Raketenprojekte der Zukunft. Ein Termin jagt den nächsten. Entschuldigung, hier kommt mein Mittagessen. Danke, Tracy. Thank you very much, Tracy. Neuschwander ist voll konzentriert, immer. Und immer pünktlich treibt er die Zukunftsprojekte der ESA vorwärts. Elefantenrunde. Die Direktoren der ESA versammeln sich. Danach kaum eine Atempause. Der dreifache Vater zeigt keine Schwäche. Die Raketen sollen funktionieren wie Schweizer Uhrwerke. Dafür arbeitet er bis spät in die Nacht. Ja, ich habe zum Glück noch Kinder im Alter, die vor mir ins Bett gehen. Und dann gibt es aber noch mal eine Schicht. Und dann gibt es Abendarbeit, ja. Das ist das einzige Modell, das funktioniert. Also heimgehen, Kinder ins Bett bringen und arbeiten. Ganz genau. Da muss man aber auf sich aufpassen, oder? Dass man da ja, man muss schauen, dass man ein bisschen fit bleibt. Von einer ausgeglichenen Work-Life-Balance kann der ESA-Direktor momentan nur träumen. Zurück am anderen Ende der Welt. Kourou, französisch Guyana. Der Weltraumflughafen der ESA. Die Techniker haben die Ariane 5 Rakete an ihren Startplatz gebracht. Beladen mit Millionen teuren Satelliten, die bald schon die Handytelefonie auf der Erde vereinfachen sollen. Über 700 Tonnen Hightech auf dem Weg ins All. Über 50 Meter hoch ragt die Rakete in die Luft. Auf der Aussichtsterrasse. Wir werden eng begleitet. Wir machen ein Interview für die ESA. 3 Personen. Okay, einverstanden. Noemi ist permanent in Kontakt mit dem Sicherheitsdienst, dass wir überhaupt da zu dritten dürfen auf dem Dach stehen und dann nachher auch näher an die Rakete gehen. Das wird von dem Sicherheitsdienst natürlich genauestens überprüft und darum meldet sie auch permanent unsere Position. Weiter geht's. Schritt halten mit Daniel Neuschwander ist nicht einfach. Ja, kommen Sie näher. So nah sehen Sie die Ariane 5 nicht mehr heute. Im Herzen ist die Familie immer dabei. Wie erklären Sie denn Ihren Kind, wenn Sie jetzt hier ankommen, was Sie machen? Sie verstehen sehr schnell, dass der Papi im Transportsegment schafft, wo etwas anders ist als vielleicht ein Zug oder ein Flüger oder ein Schiff oder ein Lastwagen.
Aber am Schluss hat man eine gleiche Mission. Es sind einfach andere Kräfte und andere Herausforderungen damit verbunden. Bis kurz vor dem Start erlaubt sich Daniel Neuenschwander immer wieder ein Späßchen. Obwohl viel auf dem Spiel steht. Von dem an, wo die Ariane 5 startet, läuft sie autonom und sie ist programmiert, dass sie in einem gewissen Spektrum muss fliegen. Sie hat wie einen Korridor und solange sie am Korridor bleibt, ist sie autonom. Wenn sie aber den Korridor verlassen sollte, dann gibt es eigentlich ein System, das eine Selbstzerstörung einläuten würde. Dann macht es auf. Ja, dann bleibt es nichts anderes übrig. Ja. 3, 2, 1, stop. Erst hören wir nicht viel. Plötzlich aber scheint in Kourou die Erde zu beben. Ein ohrenbetäubendes Grollen erfüllt die Luft. Diesmal geht alles gut. Toll gemacht, ich bin sehr zufrieden. Bald schon denkt Daniel Neuenschwander an den nächsten Start.